So, ich habe jetzt den letzten Beitrag, verteiltes Monitoring. Es ist mehr so ein Theoriebeitrag. Ich werde also viel erzählen. Ihr könnt mir auch jederzeit Frage stellen. Eventuell werde ich die Frage nach hinten verweisen. Das Ganze habe ich jetzt wie folgt aufgeteilt. Ich möchte mir erstmal die möglichen Szenarien anschauen. Als nächstes die Entscheidungskriterien, die ich zugrunde lege bei den einzelnen Lösungsmöglichkeiten, also den Best Practices, die ich dann vorstellen werde. Und zuletzt werde ich noch kurz ein paar Möglichkeiten aufzeigen, die es auch sonst noch gibt, die wir aber nicht weiterverfolgen. Erstmal, welche Szenarien gibt es denn bei so einem verteilten Monitoring? Eine Idee wäre zum Beispiel, dass ich einfach weltweit mehrere Rechenzentren habe und jedes dieser Rechenzentren einfach komplett autonom laufen soll. Ein anderes Szenario, die meisten werden es eventuell kennen, ist auch, ich möchte so Sachen wie mehrere Märkte überwachen, also mehrere tausende Märkte. Das ist auch der konkrete Unterschied schon. Wenn ich mehrere Rechenzentren habe, das ist in der Regel so eine endliche Zahl, 10, 20, 30, 40. Wenn ich dann aber schon von Märkten, Supermärkten oder sowas spreche, da kommt man da relativ schnell auf große Zahlen, da sind es auch gern mal 1000. Dann gibt es das Szenario, ich bin ein Dienstleister und biete das Ganze als Managed Service an. Das heißt, ich überwache bestimmte Dienste meiner Kunden. Dann, warum könnte ich den verteiltes Monitoring auch noch wollen, wenn ich zum Beispiel verschiedene Netze habe? Also aus Sicherheitsgründen habe ich voneinander getrennte Netze, die einfach in manchen Fällen nur unter bestimmten Schnittstellen miteinander zu tun haben, in anderen Fällen eigentlich so gut wie keinen Kontakt zueinander haben. Auch ein Szenario, was sehr, sehr oft sogar vorkommt, dass ich meine Produktionsumgebung und meine Integrationsumgebung voneinander trennen will. Das heißt, dass ich einen Bereich habe, in dem ich mein komplettes Produktivsystem habe, im anderen Bereich, wo ich dann mein Testsystem habe. Und das kann man dann auch noch so verknüpfen, dass man zum Beispiel Standardregeln, die man aus dem Produktionssystem hat, trotzdem ins Integrationssystem kriegt. Auch ein Szenario ist die Lastenverteilung, wenn es einfach auf einer Maschine nicht mehr reicht. Wir haben es ja bei den Folien vom Münchner Flughafen ja auch gehört. Da gibt es mehrere Instanzen, wo jede Instanz ihre eigene Aufgabe hat. So, auch ein Szenario beim verteilten Monitoring ist, dass ich kleine Standorte habe unter Umständen, die aber in der Größenordnung sind, dass sich auf diesem Standort keine komplette Instanz lohnt, weil ich da zum Beispiel bloß zwei, drei kleine Geräte habe. Wenn im Vergleich bei einem Rechenzentrum, klar, da steht mir der Keller voll Geräte und bei einem Supermarkt, da findet man, denke ich, auch das ein oder andere, was es zu überwachen gibt. Ein kleinen Fall, den wir uns auch noch anschauen, ist, wenn ich Dienste bzw. Server überwachen will, die im Internet sind. Das heißt, die sind im fremden Netz. Ich muss mir jetzt getrennt Überlegungen machen, wie komme ich zu diesem System hin, ohne mich irgendeiner Sicherheitslücke auszusetzen. Dann die Entscheidungskriterien, die für oder auch gegen eine Lösung sprechen. Das ist erstmal die Sicherheit, also wer darf auf wen zugreifen, welche Datenrichtung bedeutet, kann ich von meinem Master immer zur Instanz hin, zum Client hin, kann der Client anstelle dessen möglicherweise nur Richtung Master sich verbinden. Dann die Zuverlässigkeit, speziell wenn es dann darum geht, dass ich mehrere Standorte habe, die über die ganze Welt verteilt sind, muss ich mir über so Sachen Gedanken machen, wie die Netzwerkverbindungen oder irgendwelche ISDN-Verbindungen dahin. Da spielt natürlich auch rein der Netzwerkverkehr, wie viel Traffic entsteht. Ist es ein Traffic, der dann dadurch entsteht, dass zum Beispiel das Monitoring gemacht wird, oder habe ich lieber einen Traffic, der dann nur dann entsteht, wenn in einer Zentrale jemand die Daten abfragen will? Nicht zu vernachlässigen ist natürlich auch der Konfigurationsaufwand. Je nach Lösung geht es natürlich relativ fix, sind es ein paar Klicks und ein paar kleine Einstellungen, die man machen muss. Bei anderen Lösungen muss man sich teilweise auch mal richtig noch was überlegen, ein bisschen Gehirnschmalz auch reinstecken. Dann auch eine wichtige Frage: Der Standort, den ich überwachen will, ist da komplett autonom? Heißt, wird da getrennt konfiguriert, soll da jeder für sich arbeiten und ich möchte es nur zentral sehen?
soll er unabhängig von der zentralen Notifications verschicken oder soll das möglicherweise alles über den Master passieren und ich schiebe dann einfach nur die Konfigurationsdaten daraus. Auch nicht unwichtig, die Skalierbarkeit bedeutet, inwieweit funktioniert eine Lösung. Kann ich beispielsweise nur 10, 20, 30 Standorte einbinden oder kann ich, geht es jetzt hier in die mehrere Tausende? Das ist jetzt wieder der Fall von mehreren Rechenzentren gegen mehrere tausend Märkte. Und vor allem auch die Konsistenz der Daten. Sehe ich auf dem Master nur was oder möchte ich auf dem Master auch irgendwelche Downtimes setzen können, irgendwelche Acknowledgements machen können, die sich dann auf die Instanz, also auf den Slave, auch wirklich auswirken? Erstmal die Best Practices, wie man es mit dem CheckMK jetzt umsetzen kann. Das klassische, auch recht verbreitete, ist das Setup mit Multisite und Live-Status. Das heißt, ich habe eine zentrale GUI, in der sehe ich alles und kann mir überlegen, in dieser zentralen GUI auch eine zentrale Konfiguration zu haben. Das Ganze funktioniert so, dass sämtliche Sites des Live-Status, müsste jedem Begriff sein, wurde angesprochen, dieses Modul, das direkt in den Hauptspeicher der entsprechenden Monitoring-Instanz geht, das ist normal ein Unix-Socket. Dieser Socket kann an einer Netzwerkschnittstelle zur Verfügung gestellt werden. Und die Idee ist jetzt einfach, dass man eine zentrale GUI, das ist die Multisite, so konfiguriert, dass es sämtliche Anfragen, die sie an dieses Live-Status normalerweise lokal schicken würde, jetzt einfach an sämtliche Instanzen schickt, die in meinem Netzwerk verfügbar sind. Konfigurieren kann man das sehr, sehr einfach. Das sind genau genommen nur zwei Einstellungen. Zum einen kann ich auf der Slave-Instanz, also auf der Zielinstanz, was heißt kann ich, muss ich auf der Zielinstanz diesen TCP-Port freischalten. Das geht im OMD-Config-Tool. Und auf der zentralen Instanz richte ich einfach nur noch ein weiteres Backend ein. Das Backend hat dann einfach die IP-Adresse der Instanz und die Portnummer, die ich hier entsprechend freischalte. Wenn ich das konfiguriere, habe ich das Ding schon so weit. Ich sehe sämtliche Monitoring-Daten auch in der Zentrale. Ich kann auf der Zentrale Acknowledgements machen. Ich kann Downtime setzen. Ich kann also auch Reschedule-Checks machen. Jetzt kann ich alles machen, wenn ich dran sitzen würde. Ein paar Kleinigkeiten muss ich noch nachziehen. Zum Beispiel die Performance-Daten, die sehe ich von Haus aus nicht. Das ist aber auf unserer Homepage auch dokumentiert über eine kleine Mod-Proxy-Einstellung, also über einen kleinen Reverse-Proxy, kann ich dann auch noch den Master so einrichten, dass er von der entfernten Site auch diese Performance-Daten, sprich die Graphen, sieht. Die Vor- und Nachteile der Lösung. Es ist sehr, sehr einfach zu konfigurieren. Es sind also, nachdem die Live-Status-Instanz im Netzwerk freigeschaltet ist, es ist ein weiterer Klick und ein paar Einträge in der GUI. Das Gute ist, bei Verbindungsschwierigkeiten habe ich keinerlei Datenverlust. Das heißt, die entfernte Site, die läuft unabhängig davon, ob ich von der Master-Site eine Verbindung zu der entfernten Site habe. Auch wenn ich jetzt eine ganze Woche angenommen Ausfall hätte, die entfernte Site würde weiter monitoren. Die könnte weiter verwendet werden, um dass man damit sich den aktuellen Status anschauen kann, also vom Standort aus. Und diese entfernte Site kann auch direkt Notifications verschicken. Der Nachteil ist die Skalierung. Das Ganze geht nur bis etwa 50 bis 60 Standorte gut. Dann wird es natürlich auch ein bisschen langsam. Das Problem ist jetzt natürlich folgendes. Wenn ich alles auf einer zentralen GUI zusammenfasse, muss natürlich jede Anfrage, die ich in dieser GUI mache, an sämtliche Standorte geschickt werden. Und je mehr Standorte das sind, desto länger dauert es. Vor allem, wenn jetzt bestimmte Standorte eine längere Zeit brauchen, bis sie Antwort geben. Das Problem ist natürlich, die Abfragegeschwindigkeit richtet sich hier entsprechend auch nach der langsamsten Verbindung. Auch wenn die schnellste Verbindung in einer halben Sekunde, in einer halben oder in einer Millisekunde eine Antwort geben würde, wenn die längste 2 Sekunden braucht, dann wartet die GUI natürlich auch diese 2 Sekunden, bis diese Antwort da ist. So, von der Datenrichtung ist das jetzt von Master zu Slave. Ich brauche eine Verbindung also, dass der Master auf den Slave zugreifen kann. Das Ganze ist hochzuverlässig. Das läuft egal, ob das Netzwerk dazwischen wegbricht.
Der Konfigurationsaufwand ist wirklich gering, der ist einmalig. Wenn ich das Ganze mit einer zentralen Konfiguration noch baue, dann kann ich sogar meine komplette, habe ich den Konfigurationsaufwand tatsächlich auch nur auf einer einzigen Site und muss mich auf der entfernten Site um gar nichts kümmern. Skaliert bis etwa 60 Instanzen und die Konsistenz ist voll gegeben. Das heißt, wenn ich auf dem Master irgendwas acknowledge, kommt es auf dem Co beim Core der entfernten Site an. Die entfernte Site kann auch komplett autonom betrieben werden. Das heißt, ich habe nur meine Masterinstanz, in der ich nichts für die entfernte Site konfiguriere. Und auf der entfernten Site kann zum Beispiel das lokale Admin-Team sich aufschalten und direkt dort konfigurieren. Das ist ein Kundenscreenshot, den wir vor langer, langer Zeit, das war noch in der CheckMK 1.1.12, mal geschickt bekommen haben. Das sieht man, was da damals schon möglich war. Man hat hier 32.500 Hosts und 1,3 Millionen Services, die problemlos auf einer Masterinstanz dann laufen. Jetzt gibt es ein kleines Problem mit dieser ganzen Sache noch. Wenn eine meiner Sites weg ist und ich mache von der Masterinstanz eine Anfrage dahin, dann läuft die Masterinstanz in eine Timeout. Ich habe ja vorhin auch erwähnt, die GUI, die muss darauf warten, bis sie die Antwort vom letzten hat. Und so passiert es eben, dass wenn eine entfernte Site nicht erreichbar ist, dass die GUI ziemlich lange wirklich steht, also fast unbenutzbar wird. Für dieses Problem und auch andere Sachen gibt es jetzt noch den Live-Proxy-D. Der Live-Proxy-D ist ein kleiner Dienst, der schaltet sich zwischen die GUI und zwischen die entfernten Sites und der baut dann die Verbindung zu der entfernten Instanz auf. Er ist noch in der Lage, auch bestimmte statistische Anfragen zu cachen. Wenn ich mir zum Beispiel nur die Liste aller Hostgruppen anzeigen lassen will, muss ich dafür nicht eine Anfrage an die entfernte Site machen. Wenn ich das einmal mache, habe ich die Daten und die ändern sich auch so lange nicht, wie bis ich bei den entfernten Cores einen Config-Reload mache. Das heißt, der Live-Proxy-D ist auch so schlau, sich solche Sachen zu merken. Live-Daten, also so Statuses von Hosts und Services, cached er natürlich nicht. Also er cached nur die Dinge, die sich bis zum Konfigurationsreload sowieso nicht ändern. Und diesen Konfigurationsreload kriegt der Live-Proxy-D mit. Was von dem auch ein Vorteil ist, der hält dauerhaft Verbindungen zu den entfernten Sites offen. Das bedeutet, während bei der GUI es so ist, also ohne den Live-Proxy-D, wenn ich einen Klick mache, muss erst eine Verbindung zu der entfernten Site aufgebaut werden. Es gab natürlich auch noch ein paar Mechanismen, dass man persistente Verbindungen einstellen konnte, aber technisch gesehen musste eigentlich immer eine Verbindung aufgebaut werden. Das dauert ein bisschen länger. Wenn die Verbindung steht, wurde dann die Anfrage geschickt. Die Verbindung wird wieder abgebaut. Das löst sich auch durch diesen Proxy. Das muss man sich jetzt im Detail so vorstellen. Der Proxy ist kein eigener Rechner oder kein eigener Server, sondern ist einfach nur eine Software, die auf dem gleichen System wie der Master läuft. Während die GUI damals, also im letzten Schaubild, alle Sachen direkt an die Instanzen geschickt hat, schickt sie die GUI jetzt an diesen Live-Status-Proxy. Dieser Live-Status-Proxy hat eine vorkonfigurierte Anzahl von Verbindungen dahin offen. Eine dieser Verbindungen verwendet er dann, um einen Heartbeat zu schicken. Das Heartbeat ist ein ganz, ganz kleines Paket. Mit Hilfe dieses Paketes erkennt er dann vor allem auch, ob eine entfernte Instanz weg ist. Das heißt, der Live-Status-Proxy weiß da eigentlich relativ schnell schon Bescheid und kann hier der GUI schon zurückgeben, die Site ist nicht erreichbar. So, er hat die Verbindung zu den Instanzen, er schickt sämtliche Anfragen einfach weiter und meldet dann der Site einfach das Gesamtergebnis zurück. Dieser Live-Status-Proxy kann in der Multisite direkt mit einem weiteren Klick auch konfiguriert werden, ist zurzeit aber nur ein Teil der Subskriptionsversion. Stimmt, er liegt im Threshers-Verzeichnis. Stimmt. Man muss da ein eigenes Start-Script für bauen und vermutlich auch die Vato-Konfiguration muss man in die Konfigurationsfile schreiben, weil die Maske vermutlich noch fehlen wird.
Wenn die Verbindung wegfällt, das muss man noch dazu sagen, sieht man von den Hosts gar nicht. Man hat eine Anzeige, dass dieser Standort nicht verfügbar ist, aber ich sehe von diesem Standort ansonsten nichts mehr. Es wird auf der Master-Site auch von diesem Standort nichts gecached. Es wird wirklich die Live-Verbindung genutzt, um die Daten abzufragen. Zu dieser Lösung noch eine Frage: Wie schaut es da mit den Notifications aus? Normalerweise ist es ja so, dass jeder Core für sich Notifications verschickt. Wenn ich jetzt ein verteiltes Monitoring mit mehreren Instanzen mache, ist es dann natürlich so, dass jede Instanz für sich verschickt. Normalerweise ist das kein Problem. Wenn ich das aber zum Beispiel im gleichen Rechenzentrum machen und SMS verschicken will und dafür brauche ich ein SMS-Modem, wenn ich es schön machen will, möchte ich unter Umständen nicht an sämtliche meiner Instanzen, die eh im gleichen Zimmer stehen, ein SMS-Modem ranhängen. Deswegen gibt es noch den MK-Notify-D. Der ist in der Lage, dass er Benachrichtigungen direkt zum Master spult. Es ist aber noch möglich, den so einzustellen, dass er die Benachrichtigung nicht nur zum Master spult, sondern dass er auch gleichzeitig die noch lokal verschickt. Das Ganze schaut in etwa so aus. Ich habe auf der linken Seite hier wieder meinen Master. Da kann ganz normales Monitoring machen oder nicht, und ich habe meinen Slave. Eine Notification, die er bekommt, schiebt er jetzt in ein Spool-Verzeichnis. Je nach Einstellung ist er jetzt in der Lage, diese Notification trotzdem nochmal selbst rauszuschieben. Oder die Notification wird zum Master übertragen und dort in das Spool-Verzeichnis abgelegt. Dieses Spool-Verzeichnis wird genauso wie das hier überwacht und jetzt verschickt der Master, wenn er in das Spool-Verzeichnis findet, eben die Notifizierung an den Slave. Ja. Also auch nur von dem Slave verschicken? Das wäre der Standard ohne den. Ja. Ich kann es auch verkehrt drum machen. Ich habe das Modem auf Slave hängen. Ich möchte auch, der Master überwacht einige Kleinigkeiten. Die Richtung ist beliebig. Der Punkt ist, man kann halt für jede Instanz einen Rechner eintragen, in die Richtung, wohin er schicken soll. Und ich kann also hier auch genauso gut ihn eintragen. Zum einen muss der MK-Notify deaktiviert werden. Das geht im OMD-Config-Tool. Und die zweite Einstellung ist im WATO unter Global Settings. Den Namen ist nicht auswendig im Kopf, aber wenn man da Notification-Punkt ist eine der unteren Einstellungen, mit denen man das aktivieren kann. Fragen soweit dazu noch? Ja, klar. Es sollten nur alle beteiligten Systeme sich einigen, ob sie Rule-based machen oder Flex. Die nächste Möglichkeit, die es für ein verteiltes Monitoring gibt, ist das Ganze über LiveDump zu machen. Da ist die Idee, dass ich periodisch sämtliche Monitoring-Daten, die auf einer Instanz existieren, abziehe und die dann auf einem beliebigen Weg zu einer Master-Instanz übertrage. Auf der Master-Instanz wird einfach dieser Abzug, also dieser Dump, verwendet, um die damit zu befüllen. Das funktioniert jetzt so. Meine Slave-Instanz läuft ganz normal. Jetzt kann man sich zum Beispiel einen Cronjob einrichten, der diesen Dump erzeugt und anschließend zum Master überträgt. Das müsste man eigentlich mit SSH, ich habe es vorhin schon mal kurz überlegt, sogar mit einem Einzeiler machen können, dass man hier den Dump, also dass man das Dump-Erzeugen zum SSH piped. Und auf der anderen Seite mit dem Minus-Operator den Import schon wieder aufruft, um die Daten einzuspielen. Ich sehe auch nichts, warum es nicht gehen soll, da ich habe es noch nicht ausprobiert. So, der Punkt ist der, ich habe hier im Endeffekt Textdaten und die muss ich auf irgendeinem Wege über diese Strecke in die Richtung bringen. Der Weg spielt jetzt hier keine Rolle. Ich habe per Mail, habe ich das schon gehört, wird es gemacht. Ich kann SSH verwenden, ich kann also alles verwenden, um diese Textdatei darüber zu bringen. Auf der anderen Seite wird diese Textdatei einfach von dem Programm, eben vom Live-Dump wieder gelesen und in die Instanz eingespielt.
Das funktioniert so, dass dieses Live-Dump sogar so klug ist. Wenn es einmal so eine Textdatei bekommt, ist es auch in der Lage, damit auch andersrum, das Live-Dump ist in der Lage, sogar die Konfiguration zu erzeugen, die die Hauptinstanz braucht. Da werden dann entsprechend die ganzen Monitoring-Objekte angelegt. Die sind so eingestellt, dass sie auf passive Daten warten. Das geht zurzeit aber leider nur mit dem Nagios, möchte ich gerade dazu sagen. Wenn dann später die Daten kommen, werden die Ergebnisse einfach von diesen, also die Services einfach mit den Ergebnissen befüllt. Also der hier, genau. Der Sender dürfte es egal sein. Der Live-Dump zieht die Daten nämlich aus dem Live-Status und das ist ja eine die gleiche Schnittstelle in beiden Fällen. So, Vor- und Nachteile dieser Lösung. Der größte Vorteil ist die hohe Sicherheit. Man kann also seine entfernten Instanzen komplett abschotten. Die Zentrale braucht keinerlei Zugriff auf diese entfernte Instanz. Der Nachteil natürlich, ich muss es manuell einrichten. Ich muss mir also Gedanken drüber machen, wie ich das löse, dass die Daten übertragen werden. Aber das ist auch wieder nur eigentlich eine einmalige Sache, wie die meisten Sachen. Wenn man das einmal sauber eingerichtet hat, dann sollte das auch funktionieren. Und auch ein wichtiger Nachteil natürlich, auf der Zentrale kann ich einfach nur schauen. Ich kann nichts tun, ich kann keine, also ich, je nachdem, also ich kann schon Downtimes auf der Zentrale setzen. Ich könnte dann eigentlich auch auf der Zentrale notifizieren, aber genau genommen ist es auf der rechten Seite die Hauptinstanz, die läuft. Wenn die also notifizieren würde und ich möchte eine Downtime haben, dann könnte ich das von der Zentrale nicht machen. Ja? Noch darüber hinkriegen, dass ich auf der Remote-Site die Geschichten auslese, Acknowledgement und sowas, und das jetzt so über, sagen wir, die Live-Status-Schnittstelle. Ist die Frage, warum man das machen wollte, weil ich Du kannst es aber einspielen, kannst es nicht. Der Nagios sieht es nicht vor, es keine Schnittstelle. Gar nicht. Nein, du kannst nicht über welchen Befehl absetzen kann jetzt auf meiner lokalen Site. eventuell über die Retention-Datei und dann den Core durchstarten. Nee, direkt einen Befehl absetzen gegen, dass sozusagen das Acknowledgement ein Replay macht im Endeffekt. Der Punkt, deine Master-Site ist ja im Endeffekt auch echt. Und du könntest die Master-Site ja auch verwenden, um zum Notifizieren. Ergo könntest du auf das Ganze auf die Master-Site abwälzen und dort deine Downtimes und alles sauber machen. Du auf der Remote-Site, sag ich mal, Admin sitzen hast, die sich auch drum kümmern, Ja. was ja dann passieren kann bei meistens so abgeschotteten Systemen, hast du ja dort irgendjemand sitzen, der da das Zeug macht. Und wenn die was tun, dann willst du das vielleicht gerne in deiner zentralen Seite auch wissen. Das ist ja dann immer so der Hintergedanke. Also Stand heute so nicht möglich, aber man weiß ja nicht, was sonst noch so kommt, ja? Live-Dump ist der irgendwie einschränkbar in dem Wasserdampf? Ja. Und zwar auch was? Aber ich glaube, auf Hostgruppen konnte man einschränken. Ich weiß es gar nicht auswendig, muss ich gestehen. Also es stimmt eigentlich. Im Worst Case mache ich, gucke ich in diese Datei rein, die verwendet Live-Status. Und die Live-Status-Anfrage, also die Live-Status-Sprache sieht ja vor, die Syntax, dass ich da Filter definiere. Und im Worst Case baue ich mir halt meine Filterzahlen dann noch dazu. Also ist recht transparent gelöst. Eine Frage noch, ist es sinnvoll, das zu benutzen, um Slaves anzubinden, die schon existieren? Nur wenn ich bestimmte Sicherheitsanforderungen habe. Ich meinte initial, sag ich mal, ich habe einen Slave, der ist schon konfiguriert und normalerweise überschreibt ja der Master meinen Slave in der Grundkonfig. Dass ich das benutze, sage ich mal, um die Konfiguration. Nee, das funktioniert damit nicht. Der Live-Dump, der arbeitet nur mit Statusdaten. Er übernimmt aber nicht die Konfigurationsdateien aus dem CheckMK. Okay, das klang unnötig. Nee, tut mir leid. Ja, was du vielleicht gemeint hast, der Live-Dump kann dir eine Nagios-Konfiguration erzeugen, die du auf dem Master verwendest, damit er diese passiven Services überhaupt hat, dass er sie befüllen kann. Nee, nee, das. Da habe ich mit Matthias gestern darüber gesprochen im Live-Dump. Da haben wir nämlich das Problem, dass wir auf unserer Master-Site auch PNP-Graphen erzeugen wollen. Und momentan ist im Live-Dump so, dass der Nagios-Comments mit Check-Live-Dump generiert als passiven Check. Und dann passen die PNP-Templates nicht Ja. mehr. Ich verstehe.
Ja, ich habe da einen kleinen Dirty Hack gemacht. Also bei uns funktioniert das jetzt wieder. Aber das ist ein bisschen von hinten durch die Brust. Da haben wir aber gestern schon drüber gesprochen. Müssen wir schauen, ob wir da vielleicht irgendwann mal eine andere Lösung finden. Ja, also man muss sagen, das Live-Dump ist eigentlich ein sehr simples Skript. Es ist eigentlich aus der Not heraus mal geboren worden. Man könnte das auch gescheit machen. Das heißt, man könnte ein vernünftiges Dateiformat nehmen. Momentan ist das Dateiformat, das der Live-Dump erzeugt, dieses Nagios Bool-File-Format für Check-Results. Und das sieht einfach nur ganz bestimmte Dinge vor. Man könnte jetzt auch ein Dump-Format sich überlegen, was zum Beispiel der MicroCore einlesen kann, was sämtliche Acknowledgement, Downtimes und so weiter sauber berücksichtigt. Wäre machbar. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Das ist halt ein kleines Projekt dann. Aber dann könnten wir es sauber lösen. So, nur noch ein Ding, was wir verwenden LiveDump für unsere, auch für unser zentrales Monitoring. Und ein Problem, was man immer mal ganz gerne hat, ist, Leute benennen ihre Hosts gleich. Also ich habe zwei Sites, Hosts heißen alle gleich. Kann ja passieren, sind zwei verschiedene Leute, die es eingerichtet haben. Und wir haben es zum Beispiel so gemacht, bei uns werden halt alle LiveDump-Ergebnisse immer mit einem Präfix versehen. Wo da haben wir einfach ins LiveDump dann noch ein bisschen Präfix reingeschrieben. Mhm. Oder eben gleich alle möglichen uninteressanten Hosts rausgefiltert, die wir gar nicht zentral sehen wollen. Weil was will ich im zentralen Monitoring-Drucker wissen? Die sind mir eigentlich meistens reichlich egal. Und das ist zum Beispiel auch was relativ einfach mit einem LiveDump umsetzen. Das ist auch eine gute Idee, ja. Also einfach noch, wie jetzt gerade gesagt, ein bisschen mit Dirty Hacks da einfach das Skript noch ein bisschen aufgebohrt und dann verschiedene Filter und so weiter noch implementiert. Ja, also müssen wir es halt mal schön machen und dann... Ja, das ist ja egal, ob es jetzt schön aussieht oder nicht, es muss funktionieren. Es muss auch schön sein. Schönheit wird die Welt retten. Wir haben aber gerne 1 und 2 kombiniert. Also was du vorgestellt hast. Wir haben für jede Remote-Zeit... Also wir haben bei uns Variante 1 und 2 kombiniert. Wir haben für jede Remote-Site mittels LiveDump bei uns in der Zentrale eine eigene Site und haben über alle Sites nochmal eine Master-Site oben drüber gelegt. Da kennen wir das Problem mit den Duplicate-Hosts nicht mehr. Das ist einfach weg. Ja. Das war bei uns die Lösung, weil wir keinen Einfluss darauf haben, was wir auch von der Quellseite kriegen, was Kundensysteme sind. Aber mittlerweile haben wir 30 Remote-Sites auf 2 VMs verteilt, das ist auch schon ganz lustig. Ja, ist halt beim Updaten immer ganz angenehm dann. Ja, funktioniert. Ja, schon. Das schon. So, bis dahin. Dann, wie ist hier die Datenrichtung? Diesmal ist es von der Slave-Instanz zur Master-Instanz. Die Zuverlässigkeit... Man muss den Vorgang überwachen. Man kriegt es aber eigentlich schon mit, wenn es nicht geht. Die Services werden auf Stale gehen. Der Konfigurationsaufwand ist natürlich hier erhöht. Ist klar, ich habe die doppelte Anzahl an Instanzen, klar. Und ich habe meinen eigenen Weg, den ich vorher mal einmalig einrichten muss, also den Weg, wie ich die Daten übertrage, den ich einmal vorbereiten muss. Wenn ich neue Hosts und Services auf der Remote-Instanz anlege, muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass die später auf der Zentrale wieder bekannt sind. Also ich muss diesen Schritt dieses Config-Importierens wieder gehen. Die Skalierbarkeit hängt jetzt von der Serviceanzahl etwas ab. Also ich kann auf meinen Master eigentlich streng genommen so viele Slave-Sites reinpumpen, wie ich mag, solange der Core noch mitmacht. Das ist genau das Problem, weil der Nagios Core natürlich hier schlecht skaliert und momentan brauche ich eben in der Zentrale, da wo es weh tut, den Nagios Core. Deswegen sage ich es. So, Konsistenz nicht gegeben. Ich habe 2 Instanzen, die haben im Endeffekt die gleichen Daten, aber jede läuft per Sicht. In der Acknowledgement auf der einen Seite, sie auf der anderen nicht und umgekehrt nicht. Dann zur nächsten Möglichkeit, über BI-Aggregationen zu arbeiten. Das bietet sich an bei einem Setup, wo ich sehr, sehr viele Instanzen habe, die dann auch wieder viele Objekte hat. Die Idee ist, dass ich mir eine BI-Aggregation auf jedem Standort definiere, die einfach mal den Gesamtstatus dieses Standorts wiedergibt. Diesen Gesamtstatus kann ich anschließend aus der Zentrale abfragen.
beispielhaft eine BI-Aggregation, die schaut wie das hier aus. Sie besteht aus verschiedenen Objekten, die anhand verschiedener frei definierbaren Regeln sich nach oben aggregieren. Der Punkt ist, es kommt am oberen Ende, abhängig von der Aggregatsfunktion, dann ein Status raus, der sich aus dem Unterstatus der Elemente ergibt. Und dieser Gesamtstatus kann abgefragt werden. Das geht seit wenigen Tagen direkt im Vato. Da kann ich direkt im Vato konfigurieren, dass ich von einer entfernten Zeit, also von einer anderen Adresse raus, eine BI-Aggregation abfragen will. Das heißt, die Idee ist jetzt, dass ich auf meiner Zentralinstanz diese Checks einrichte, um auf meinen entfernten Instanzen den Gesamtstatus auszulesen. Ich sehe jetzt also von der Zentralinstanz einen Service pro Standort, würde sehen, da stimmt was nicht und könnte dann mit einem weiteren Klick auf den entfernten Standort direkt drauf wechseln. Also dann würde ich mich jetzt zu dem Standort verbinden und könnte dann den Gesamtstatus sehen. Nachteil natürlich ist an der Stelle, ich sehe an der Zentrale keine Details von der ganzen Sache. Zur Zeit, der Check kann nur eine. Ist es nicht so, kann man da nicht einen Namen inspizieren? Wenn ich zwei Wasserregeln einrichte, ist das fast zu gleich, oder? Man kann mehr. Den Namen kann man festlegen, natürlich. Aber ja, klar, das geht. Ich dachte, ich habe die Frage so verstanden, dass man mit einer Konfiguration gleich mehrere Aggregationen abfragt. Man muss pro Aggregation eine Konfiguration machen. Das geht. Das Ganze skaliert dafür über mehrere tausend Standorte. Es ist sehr übersichtlich, weil ich habe keine Details. Der Nachteil, wenn man das so sehen will, ist, ich habe natürlich einen aktiven Check pro Instanz, aber ehrlich gesagt, es sind 1000 Checks, das ist nicht viel. Und der Vorteil von hier kann man hier auch wieder als Nachteil zählen. Man sieht eben weniger Details. Ups. Dann das Ganze hier funktioniert vom Master zur Slave-Instanz wieder. Es ist hochzuverlässig, also ich kriege sofort mit, wenn ich die Daten nicht bekomme. Der Konfigurationsaufwand einmalig, ich brauche meine BI-Aggregation, ich brauche meinen Check. Das Ganze skaliert sehr, sehr gut. Die Systeme sind komplett getrennt, das heißt, die haben so nichts miteinander zu tun. Ein Beispiel von unserer Homepage, diese Success Story, die meisten haben sie sicher schon mal gesehen, ist dieses Edeka-Projekt. Das ist genau über die Art und Weise aufgesetzt worden. Da hat jeder Markt, das sind diese kleinen Punkte hier, eben so eine BI-Aggregation, die den Gesamtstatus wiedergibt. Und auf einer Zentrale, die sieht man hier, kann man sich dann für jeden Markt den entsprechenden Status einblenden lassen. So, Fragen dazu noch? Ich sehe auf meinem Master nur auf dem Video irgendwas nicht. Genau. Und so ist es, genau. Man, durch den Klick wechselt man dann auch auf die entfernte Instanz und ist dann. Das kann man so einrichten, wie man will. Der Punkt, es ist ein normaler Weblink. Ich könnte mir das jetzt über, wenn sich der Aufwand lohnt, so bauen, dass ich da auch gleich automatisch authentifiziert bin, wenn ich das alles über diesen Reverse-Proxy-Mechanismus wieder mache, überall die gleiche Benutzer habe, die gleichen Passwörter, dann könnte ich mich da hinklicken, wäre auch komplett gleich schon authentifiziert. Im schlimmsten Fall von Haus aus mache ich einfach einen Link dahin. Da kann ich ein Custom-Eigen bauen und. Ja, wir haben momentan das Problem, dass wir teilweise auf die Monitoring-Systeme nur über eine IP kommen. Meinetwegen, wenn ich jetzt zu Hause bin, kann ich zwar auf den Master gehen und sehe dann auch, ob auf dem Slave, aber ich kann mich nicht dahin verbinden. Dann bräuchte man diesen Reverse-Proxy-Mechanismus, wie er auch beim verteilten Monitoring für die Graphen verwendet wird. Okay, danke. Die nächste Möglichkeit zu monitoren ist, dass ich ohne einen dezentralen Monitoring-Server vorgehe. Das heißt, dass ich die Checks einfach so über das Netzwerk laufen lasse. Die entfernten Clients werden also direkt auf meiner Master-Site eingebunden. Das Ganze kann ich dann realisieren, zum Beispiel über SSH. Das bietet sich auch vor allem dann an, wenn ich Rechner im Internet überwachen will, Dienste und Rechner im Internet. Wenn ich auf einem Root-Server zum Beispiel oder auf mehreren Root-Servern die Agenten ausrolle, kann ich dann direkt per SSH darauf zugreifen. Die Verbindung ist dann nicht nur verschlüsselt, es wird dann auch eine Authentifizierung gemacht über Keys. Das Bild ist eigentlich ganz einfach.
im Prinzip, wie man es im normalen Monitoring kennt, eben nur, dass die Wolke noch dazwischen ist. Die Vor- und Nachteile. Das Ding ist halt sehr, sehr einfach zu konfigurieren. Ich brauche keine zusätzlichen Server. Ich arbeite damit, wie wenn ich eine Instanz hätte. Der Nachteil natürlich, die höheren Laufzeiten der Checks. Angenommen, die Dienste, die ich überwache, sind im ganz anderen Standort. Ich muss jetzt noch rechnen, irgendwelche VPN-Verbindungen oder was auch immer dazwischen hängt. Ich habe vor allem auch einen ständigen Netzwerkverkehr durchs Monitoring. Wenn man sich jetzt die Live-Status-Lösung vom Anfang anschaut, schaut es so aus, dass ich nur dann Netzwerk-Traffic habe, wenn jemand aktiv das Monitoring verwendet. Das heißt, in der Zeit, wo keiner auf die entfernte Site zugreift, habe ich auch keinen Traffic. Bei dieser Lösung habe ich einen ständigen Traffic, und zwar in dem Intervall, wie ich auch monitore dann. Bei einem Leitungsausfall muss man auch bedenken, hat man mit dieser Lösung gar kein Monitoring mehr. Es läuft also auf der anderen Seite auch entsprechend nichts mehr weiter. Was jetzt nicht dabei steht, was man auch bedenken muss, wenn ich Performance-Daten sammle, zum Beispiel über Verbindungsgeschwindigkeiten dahin und so, die stimmen natürlich auch nicht mehr so wirklich, weil es wird die Verbindung, also die Zeit mitberechnet, wo es braucht, von meinem Rechenzentrum eben rauszugehen, auf der anderen Seite wieder reinzukommen. Ja, dann die Datenrichtung ist mal vom Master zum Client, also nicht vom Master zu einer anderen Instanz, sondern direkt zu einem Client, den ich überwache. Die Zuverlässigkeit ist dafür aber auch wieder hoch. Das Ding, solange die Verbindung da ist, funktioniert es. Konfigurationsaufwand, kein besonderer nötig, das ist also ein ganz normales Setup am Ende. Und skaliert hier auch wieder abhängig von der Serviceanzahl, weil jedes dieser Objekte wieder ein Objekt in meinem zentralen Core ist. Entsprechend, da ich nur eine Instanz habe, ist die Konsistenz auch wieder vollgegeben. Jetzt gibt es da noch eine bisschen andere Möglichkeit in der Richtung. Das ist das passive Übertragen. Ich kann die Agentenausgabe zur Zentrale hin übertragen. Der CheckMK erzeugt ja eigentlich im Prinzip eine recht lange Textausgabe. Im Endeffekt ist es ein Textfile, und dieses Textfile muss ich mir nur überlegen, wie ich das jetzt auf den Master, also auf die Zentrale bekomme. Der Weg dafür ist eigentlich egal. So kann ich beispielsweise das Ganze per SSH machen. Also ich kann einfach auch wieder mit dem Pipe den Agent aufrufen, das noch SSH pipen und dann direkt auf der Zentrale ablegen. Das funktioniert sogar, das habe ich auch schon ausprobiert, über den Brückenkopf. Das heißt, dass ich so eine Zwischeninstanz noch habe, also von Instanz C das SSH-Kommando mache, das sich zur Instanz B verbindet, von dort das Ganze auf Instanz A kopiert. Also mit einem Kommando kann man das auch schon machen. Schaut wie folgt aus. Auf dem Client läuft jetzt ein Mechanismus, der dafür sorgt, dass der Agent im richtigen Intervall ausgeführt wird. Die Ausgabe, die der Agent erzeugt, muss jetzt auf den Monitoring-Server übertragen werden. Zum Beispiel als eine Datei, die im bestimmten Verzeichnis liegt, und als Name, zum Beispiel den Namen des Clients hat. Auf dem Monitoring-Server kann ich jetzt mit Data-Source-Programs arbeiten. Damit kann ich praktisch den Weg austauschen, wie CheckMK an die Agentenausgabe kommt. Und da schreibe ich jetzt, standardmäßig würde er so Telnet-mäßig per Port 6556 zum Client sich verbinden. Da sage ich ihm jetzt, nee, mach bitte zum Beispiel ein CAT auf Verzeichnis so und Platzhalter-Hostname. Und schon holt er sich sämtliche Daten von hier, anstelle übers Netzwerk zu gehen. Ein paar Sachen muss ich da natürlich beachten. Diese Cache-Files, die können veralten. Da muss ich natürlich auch noch überwachen, dass dieses Cache-File aktuell ist. Also momentan gibt es noch keine eingebaute Lösung, aber man kann sich eine ganz, ganz einfache Lösung bauen. Wenn sie nicht schön sein muss, dann baut man einfach hier einen Agent, ein kleines Plugin ein, das den Sektionsheader System-Time ausgibt und dann so ein Date plus %S zum Beispiel, also den Unix-Timestamp. Wenn das Ding übertragen wird, hat man auf der anderen Seite einen neuen Check System Time, und wenn die System Time zu alt ist, ist das Cache-File zu alt. Wenn man es schöner machen will, ändert man einfach den Header der Sektion, nennt es nicht System Time zum Beispiel, sondern stattdessen Cache Age. Auf der anderen Seite kopiert man sich einfach den System Time Check ins Local-Verzeichnis, ändert den Namen auch auf Cache Age um und baut sich seine Ausgaben so, wie man es braucht, und schon hat man mit zwei kleinen Schritten eine Überwachung auf das Alter der Cache-Datei gebaut.
So, es haben noch 5 Minuten. Vor- und Nachteile. Das Ding ist ähnlich wie LiveDump sehr sicher. Das gleiche Prinzip fast, nur dass es diesmal um die Daten eines einzelnen Clients geht und nicht mehr um die Daten einer kompletten Instanz. Aber auch wieder Textdaten, die ich auf beliebigen Wege diesmal vom Client zum Master bringen muss. Ich habe dafür aber keine Datenredundanz, wie ich sie beim LiveDump hätte. Da laufen nicht 2 Instanzen, sondern ich habe meine eine zentrale Instanz. Nachteil natürlich der Konfigurationsaufwand. Ich muss mich um das Cache-Alter und so weiter kümmern. Muss natürlich das Versenden der Daten auch wie bei LiveDump selbst skripten. Und geht nicht mit SNMP. So, Datenrichtung diesmal ist von Client zu Master. Achtung, aufpassen, Client ist jetzt wieder keine Instanz, sondern das Gerät, das wir überwachen wollen. Die Zuverlässigkeit verbindungsabhängig, sprich funktioniert der Weg von Client zu Master. Der Konfigurationsaufwand eigentlich einmalig, wenn man da mal sich ein Konzept überlegt hat, kann man das beliebig ausrollen dann. Also wenn der Weg hier funktioniert, habe ich konfigurationstechnisch keinen Unterschied mehr, wie wenn ich jetzt einen normalen Weg über den TCP gehen würde. Auch hier die Skalierbarkeit hängt ganz normal wie bei jeder Instanz wieder vom Anzahl der Services und Hosts ab. Voll konsistent, logisch, ich habe jetzt auch nur noch eine Instanz. So, dann zum Schluss Wege, die wir nicht verfolgen. Ist das Ganze über eine zentrale SQL-Datenbank zu machen, allein schon wegen dem hohen Ressourcenverbrauch und dem zusätzlichen Administrationsaufwand. Und eine SQL-Datenbank ist nicht unbedingt der richtige Platz für sich ständig ändernde Statusdaten. So, dann gibt es das NSCA. Das war ja der klassische Weg, wie man mit Nagios ein verteiltes Monitoring eingerichtet hat. Man muss sich vorstellen, man konfiguriert eine Instanz, dass es sämtliche Ergebnisse zu einer anderen einzeln schickt und richtet auf dieser anderen Instanz die gleichen Hosts und Services nochmal ein, um diese Ergebnisse zu empfangen. Der Konfigurationsaufwand vergleichsweise sehr hoch. Ach, mein liebes LibreOffice. Das nächste, was wir nicht direkt unterstützen, ist das Mod Gearman. Es wird erstmal von CheckMK von Haus aus nicht unterstützt. Es gab in der Vergangenheit tatsächlich mal einen Patch, dass das CheckMK auch mit Mod Gearman geht, aber da hat man auch das halbe CheckMK auf der entfernten Seite gebraucht. Also man kriegt mit CheckMK auch einfachere Lösungen hin, die was Ähnliches erreichen. So. Jetzt wäre Zeit für eventuelle Fragen. Ich habe noch ein paar Fragen aus den Erfahrungen bisher. Bei ESX-Servern ist es zwingend erforderlich, dass die Hosts und der vSender auf dem gleichen auf der CheckMK-Instanz laufen. Wenn man mit den Piggyback-Daten arbeiten will, ja. Das ist noch so ein kleines Problem. Diese Piggyback-Daten, die liegen einfach als Textdatei in einem bestimmten Verzeichnis. Und diese Verzeichnisse werden über die Instanzen weg noch nicht synchronisiert. Hier müsste man sich noch eine saubere Lösung überlegen. So eine Notlösung wäre jetzt einfach von Hand dafür zu sorgen, dass dieses Piggyback-Verzeichnis auch auf die andere Instanz kopiert wird. Okay. Also ich muss sie trennen deswegen und dann fehlen mir einfach Informationen. Ja, im Endeffekt ist es einfach nur ein Verzeichnis mit Textdaten, das man dann auch auf alle Instanzen gleichhalten muss praktisch. Es gibt ja beim ESX-Monitoring 2 Varianten. Die eine ist, dass ich die ESX-Hosts abfrage, die haben über die vSphere-Schnittstelle. Das andere ist, dass ich das vCenter abfrage. Mittlerweile sind beide gleich performant. Beim vSender habe ich den Nachteil, dass mir bestimmte Daten fehlen. Ich habe zum Beispiel keine Performance-Counter, keine Netzwerkkarteninformationen. Das heißt, wir empfehlen eigentlich, die Host-Systeme direkt abzufragen. Und damit könnte es zum Beispiel in deinem Fall sein, dass sich das Problem dann erledigt. Weil wenn deine Host-Systeme auf 2 Standorte aufgeteilt sind, kannst du dann ganz bequem von dem jeweiligen Monitoring-System dort die jeweiligen ESX-Hosts abfragen.
und hättest dann das Problem nicht mehr. Das war doch die Multifast-Radio, die kommen über Hosts. Nee, umgekehrt. Die kommen eben nur bei den Hosts. Nee, nur über Hosts. Es gibt keine Daten, die nur vom Hostsender kommen, es gibt aber etliche Daten, die nur vom Host kommen. Also, die Multifast-Links, die tauchen nur über Hostsender aus. Das kann nicht sein, weil wir haben keinen Hostsender und unser EX-Host kriegt keine Multifast-Daten. Das ist ganz umgekehrt der Fall. Ja. Die Multipass-Daten kommen nur vom Host. Und das Problem ist wirklich, der Host reportet nicht alles ans V-Sender. Er sollte zwar eigentlich alle Informationen übermitteln, der tut es aber einfach nicht. Ja, du musst bedenken, die Performance-Karte werden so viele Updates pro Sekunde. Ja gut, das Lustige ist, auf dem V-Sender kann ich mir es ja anzeigen lassen. Dort sehe ich es ja. Aber ich kriege es halt nur nicht, wo die API raus. Das ist halt irgendwo noch was kaputt. Ja, ich nehme an, dass das V-Center die in dem Augenblick abholt, wo du sie dort anschaust. Okay, dann noch eine nächste Frage. Wenn ich aus Lastverteilungsgründen jetzt eine neue Instanz anlegen muss auf einen neuen Host und ich will dann meine Hosts verschieben, was passiert mit meinen Performance-Daten? Die müssen händisch noch nachgeschoben werden, genauso wie die Archivdaten, also die Log. Ja, eigentlich streng genommen müsstest du die Logdatei noch mitkopieren. Da hättest du zwar noch Sachen, die auf dem neuen Nix zu suchen hätten, haben, aber gleichzeitig hast du zumindest noch die Sachen, die zu den verschobenen Objekten gehört. Also muss ich von Hand machen, war ich muss das von Hand machen, Weg, genau. Okay. Und das Letzte ist jetzt noch, wenn ich die Eventkonsole einsetze, ich habe eine zentrale Instanz, auf der ich alles sehen möchte. Mhm. Ich kann aber auf der zentralen Instanz die Events nicht archivieren oder so. Dafür muss ich extra in die Eventkonsole. Das war eine Frage, ja, ob ich was falsch übersehen habe oder ob das. Ja. Kannst du es nochmal probieren? Ja, ich hoffe, dass ich zum Bestätigen der Events. Die Eventkonsole, wo läuft die denn? Auf einer extra Instanz. Ich habe eine separate Instanz, wo nur die Eventkonsole drin läuft. Da läuft dann der Syslog rein und alles. SNMP-Traps. Aber zum Bestätigen muss ich extra in die Eventkonsole rein zum Archivieren. Ja, ich kann das nicht auf der zentralen Monitoring-Instanz machen. Auf der zentralen Monitoring-Instanz machst du das dann über den Events-Checks, nehme ich an. Oder wie siehst du denn auf der zentralen Instanz die Events von der entfernten Site? Ja, die werden einfach unten dran gehängt, die Events. Die stehen an jedem Host mit dabei, wenn es denn also welche gibt. Also über diesen Events-Check. Ja, das okay. Ist dieser Events-Checker, richtig. Ja. Genau. Und der hat ja normalerweise einen Link, der dich zu der Event-Konsole bringt. Und wenn der den UL-Prefix unterstützt, dieser Link, was ich jetzt auswendig nicht weiß, müsstest du eigentlich zur entfernten Event-Konsole kommen, um die Sachen dort zu acknowledgen. Setzt natürlich voraus, dass du diese Mod-Proxy-Konfiguration gemacht hast und den URL-Präfix eingetragen. Habe ich eigentlich gemacht, aber ich gucke mir das nochmal durch. Vielleicht ganz kurz ergänzend dazu, was die Event-Konsole Stand heute nicht kann, ist es ein verteiltes Monitoring via Multisite. Also ich kann nicht mehrere Event-Konsolen haben und die dann in einer gemeinsamen Ansicht kombinieren. Es wäre technisch denkbar, aber es ist einfach nicht möglich. Ja, klar, das nicht. Das bedeutet, dass ich jetzt die Event-Konsole auf einer Remote, auf einer zweiten Instanz habe, dass ich die in meiner Master-Instanz gar nicht sehe. Deswegen ist es eigentlich empfehlenswert, die Event-Konsole dann auf der Master-Instanz mitlaufen zu lassen. Dann habe ich diese Probleme nicht. Aber zumindest über das Icon bei diesem Events-Check müsste man doch da problemlos hinkommen. Das vielleicht schon, aber der fehlt halt dann diese ganze Event-Ansicht und die Verknüpfungen klar, und so weiter. Das klar, ist dann aber wenn man jetzt ein reines aktives Monitoring hat und diesen Events-Check nur verwendet und nur den Link dort verwendet, dann hat man ja eigentlich alles, was man braucht. Es kann sein, dass dann Verknüpfungen fehlen, weil die Event-Konsole zum Beispiel in dem Moment, wo du eine Event-View anschaust, guckt er im Live-Status nach, ob er den Host kennt und verknüpft Informationen. Und wenn jetzt in dieser Instanz diese Daten wieder fehlen, dann ist die Sache nicht vollständig. Ja, stimmt. Deswegen aktuelle Empfehlung, die Event-Konsole auf der Master-Instanz laufen zu lassen. Normalerweise ist es von der Performance her kein Problem. Dann lieber die Master-Instanz kleiner zu machen, weniger Monitoring dort und die Event-Konsole und zentrale Multisite, dass die eine Einheit bilden, wenn ich auslagern muss und dann lieber die Monitoring-Instanzen auslagern. Ansonsten noch Fragen? Wenn nicht, würde ich an Matthias zu den verabschiedenden Worten übergeben. Vielen Dank, Bastian.